Hallo zusammen, ich heiße Pierre Saint-Michel und ich bin der Managing Director von Print France. Das ist die Tochter von Werk 2 in Frankreich. Und es ist mir eine Freude, hier heute zu sein. Und wir werden heute den konkreten Einsatz der Print Cloud-Technik vorführen. Und dafür freue ich mich, Matt Caffrey bei mir zu haben von SR-Abloy. Sie waren die ersten Kunden, die die Printout-Technologie eingesetzt haben, und er wird Ihnen erläutern, wie sie bei SR-Abloy eingesetzt wird. Und wir können uns auch darüber austauschen. Fragen Sie gerne, wenn wir also jetzt im weiteren Verlauf sind. Hallo alle zusammen. Ja, danke, dass Sie heute dabei sind. Noch ein bisschen zu mir. Also wie gesagt, drei Jungs und ein Mädel. Ein ziemliches aktives Leben, das ich führe. Aber das hat noch nicht ausgereicht. Ich coache auch noch zwei Fußballteams. Ich habe also rund 25 Kinder am Mittwoch und Freitag, denen ich versuche, Fußballspielen beizubringen. Einige sind etwas besser, andere etwas besser. Bin jetzt seit etwas über 4 Jahren bei SR-Abloy. Vorher bin ich auch in der IT-Branche gewesen, rund 15 Jahre lang. Und nur ein bisschen zu den Fakten. Ich weiß nicht, ob man da mit angeben kann. Also ich kann einen Rubiks Würfel in weniger als 60 Sekunden zusammenbringen. Nicht schlecht. Also hier haben wir jetzt einen Rubiks Cube. Ja, kein Druck aufbauen, kein Druck aufbauen. Ja, aber ich habe einen immer mal bei in der Tasche, ja. Ja, wir geben Ihnen 65 Sekunden. Ja, vielleicht später. Wir sehen uns an der Bar und dann fühle ich mich auch sicherer und ruhiger. Ja, ich glaube, ich war 29, als ich zu meiner Frau gesagt habe, ich will den Würfel wirklich schaffen, bevor ich 40 werde. Und einen Tag vorher, ohne Algorithmen oder sonst irgendwas, ja. Der ist so klein, das ist doch kein echter. Nein, der muss schon eine Standardgröße haben. Also wie gesagt, am Abend vor meinem 30. Geburtstag habe ich es geschafft und jetzt kann ich ihn auch nicht mehr aus der Hand legen. Ich habe ungefähr die gleichen Zahlen. 60 Jahre lang habe ich versucht, diesen Würfel zu lösen, aber habe es nicht geschafft. Ja, ich weiß nicht, wie es mit Ihnen aussieht. Gibt es jemanden hier im Raum, der den Würfel schafft? In 90 Sekunden, in 90 Sekunden, wow. Wir machen mal einen Wettbewerb vom Rubik's Cube. Den Zauberwürfel lösen, ja. SR Abloy, Global Solutions. Wir sind ein global aufgestelltes Unternehmen. SR Abloy haben Sie wahrscheinlich nicht, da haben Sie noch nicht von gehört, aber unsere Marken kennen Sie. Wir haben über 60 Marken in den USA, 120 weltweit und unser Geschäft ist immer gewachsen. Wir haben neulich gerade zwei neue Firmen übernommen und eine davon macht also Feuersicherungen. Das heißt, sie expandieren, sobald ein Feuer ausbricht und dichten damit ab. Und wir machen natürlich auch Öffnungs- und Schließlösungen. Wir machen beispielsweise Schlösser. Yale ist die Marke, da haben Sie vielleicht schon von gehört. Das ist also drahtlose Zugangskontrolle. Also, oder beispielsweise die Schlüsselkarten, so Zugangskarten machen wir auch. Traurigerweise muss ich mir natürlich jede Tür anschauen und jedes Schloss, wenn ich in ein Gebäude reinmarschiere. Und SR-Abloy, das sind übrigens die Zylinder hier, die Türzylinder hier draußen an der Halle, ne? Das ist einfach eine schlechte Angewohnheit. Ich erinnere mich noch genau, ich war mal in Disney World mit den Kids und ich habe also, die wollten Mickey Mouse sehen und ich habe nur die ganze Zeit, ja, diese Tür Angeln angeschaut, Union, die Marke. Halt doch die Klappe, hat meine Frau gesagt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Sie heute schon eine unserer Marken in der Hand gehabt haben, ist relativ groß. Abloy kennen Sie wahrscheinlich nicht als multinationales Unternehmen, aber unsere Marken kennen Sie mit Sicherheit. Es gab neulich im Digital Publishing Report eine Veröffentlichung. Steffen, ich glaube, der hat den Vortrag morgen um 10. Da werde ich auch dabei sein, wenn wir da schon nüchtern genug sind. Kommt drauf an, wie viel Bierchen wir getrunken haben heute Abend. Aber nur kurz der Bericht dazu, die Fragen dazu, was ich also in der Branche schon gemacht habe. Er hat mich interviewt, wie sich unsere Partnerschaft mit agilen
Kineo entwickelt hat und auch wie wir dann zu Print gekommen sind. Und wie schon gesagt, ich bin seit 15 Jahren in der IT unterwegs, habe kundenspezifische Lösungen entwickelt. Hab versucht, Lösungen zu entwickeln für Kunden und bin dann in den Software-Analytics-Bereich gewechselt, also die Analyse-Seite. Und dann machen wir auch Business Intelligence Reporting, also Geschäftsdaten, die wir zur Verfügung stellen. Ich glaube, das war's, was ich auch dazu sagen wollte. Nun, meine Rolle bei SR Abloy ist es, wie wir an den Markt kommen, wie wir unsere Marken, unsere Firmen expandieren, wie wir uns online darstellen, neue Technologien, Handy. Während Corona war das etwas, was wir entwickelt haben, eine App nämlich, wollten also eine neue Arbeitsweise entwickeln, also direkt also zur Hand des Kunden zu kommen. Das ist im Oktober 2020 eingeführt worden, diese App. Und das ist einer unserer Vertriebskanäle. Wir haben auch verschiedene Webseiten, E-Business-Webseiten. Also die sind markenorientiert, wo unsere Kunden dann Informationen finden. Und dann haben wir natürlich auch unser E-Business, die E-Commerce-Plattform, wo wir also dann alle unsere Marken anbieten für unsere Kunden, damit sie kaufen können, Produkte kaufen können und auch Informationen anbieten. Und dann haben wir natürlich auch die Vertreter, die rausgehen, die also wirklich die Klinken putzen und Leute ausfragen. Unsere Produktjourney, wir haben unser ERP, Ajax, und dadurch bringen wir dann in Akeno rein, in die Daten rein, über Sigi, und es gibt mehrere Möglichkeiten, wie wir Daten empfangen und schicken können. Kann also wirklich wie ein Minenfeld aussehen, das wissen Sie ja alle. Daten können also aus unterschiedlichsten Quellen stammen, und wie kriegen wir die also in diese Single Source of Truth rein? Akeno hilft uns dabei. Deshalb ist Akeno für uns die Single Source of Truth. Matt, wenn ich mal kurz reingrätschen darf. Wie bist du oder wie seid ihr überhaupt zu Akeno gekommen? Und ich habe noch ein paar andere Fragen. Vor Akeno, wie haben Sie die Produktdaten da verwaltet und wie viel Zeit haben Sie gebraucht, um sich für Akeno zu entscheiden? Sie haben ja wahrscheinlich auch andere Anbieter angeschaut. Könnten Sie da vielleicht die Geschichte so Revue passieren lassen? Ja, das ist eine gute Frage. Wie haben Sie es geschafft, die Daten zu verwalten? Haben wir gar nicht. Nein, wir haben die Daten überhaupt nicht verwaltet, ja. Corona hat unseren Entscheidungsprozess sehr beschleunigt. Die Verwaltung von Daten haben wir natürlich alle im Kopf. Wir sind die Experten, wir sind die Produktmanager, die Vertreter, die Leute im Marketing. Jeder weiß etwas über das Produkt, was er verkauft. Nicht unbedingt kollektiv. Haben wir die richtige Information? Dann haben wir vielleicht die Informationen nur im Kopf. Andere haben es auf dem Papier niedergeschrieben. Wir haben natürlich Excel-Dateien gehabt. Dann haben wir aber auch beispielsweise die Rückseiten von Zigarettenschachteln gehabt oder Infos auf einer Serviette, und wir haben versucht, diese Daten zu sammeln. Das war eine echte Herausforderung. Kurz bevor ich angefangen habe, haben wir also Akinio 1.7 gehabt. Also das ist wirklich Dinosaurierzeit. Ich glaube, das war, bevor Sigi geboren wurde. Wir haben das genutzt, weil wir gedacht haben, da können wir unsere Produkte reinspielen, aber haben das nicht wirklich ausgeschöpft. Wir haben das also wirklich als Quick Patch, ne, als Quick Fix benutzt. Dann bin ich zu Unlock gekommen. Das ist ja das Partner-Event von Akinio in Paris gewesen im März 2020. Das war eine Woche vor dem Lockdown. Wir waren da. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich hatte im Prinzip mich schon für Akinio entschieden. Wir haben uns natürlich auch andere Anbieter nochmal angeschaut, also die führenden Anbieter. Und global gesprochen nutzen wir verschiedene PIM-Systeme nach Region Frankreich, Schweden. Im Vereinigten Königreich setzen wir Akinio ein.
Und wir haben also quasi diese Entscheidung dann beschleunigt und sind dann also mit der Version 4.1 war es, glaube ich, gestartet während Corona. Denn wir brauchten einfach eine neue Arbeitsweise. Wir mussten unsere Produkte ja schnell online bringen. Und so ist das passiert. Und wenn ich vielleicht nochmal fragen darf, sind Sie gleich in die Commercial Version eingestiegen oder sind Sie mit der Community Edition angefangen? Nein, wir haben mit Community angefangen, aber wir haben auch direkt auf 5.0 abgegradet und in Gehoff, also wir hoffen, dass wir also dann jetzt Ende der Woche auf Serenity umstellen können. Ich weiß nicht, ob Sie das alle wissen, die ist gerade 7.0 rausgekommen. Ja, das ist die Interface-Version. Aber die viele Kunden haben genau das gemacht. Letzte Woche gerade noch wieder. Da fangen die Kunden mit Community an und steigen nachher auf Serenity um. Ja, Serenity gibt uns einfach Seelenfrieden. Wir haben dann nämlich immer automatisch die letzte Version, Patches oder sowas kommen dann automatisch. Und das gibt uns auch etwas mehr Flexibilität mit einigen der Features. Wir haben keine Customization. Alles wird im Haus selber gemacht. Also wie wir Daten senden, wie wir Daten einsammeln von unserem ERP. Das wird also alles von unserem Solutions-Team im Haus gemacht. Und dann haben wir natürlich das Abubi-Team, das die Informationen über eine API abfragt. Aber wir haben auch FDP, Location Jobs und sowas, um die Informationen einzusammeln. Aber das funktioniert wirklich nahtlos und es funktioniert live. Und deshalb meinen wir, wir wissen, dass die Kunden die Informationen am liebsten gestern gehabt hätten. Und wenn wir so schnell wie möglich agieren können mit Live-Daten, dann hilft uns das massiv. Es hilft unseren Kunden zu einer besseren Zusammenarbeit. Und im Moment bedienen wir verschiedene Kanäle mit Webs für Adobe, AM und dann haben wir noch eine mobile App, die haben wir auch. Und dann kommt Print ins Spiel. Da haben wir Akeneo. Dann das Data Center Print. Werden die Daten zurück in Akeneo gespielt. Und von da aus an alle anderen, also die mobile App, der Webshop, aber auch Shared-Kataloge. Das ist eine Add-on-Lösung bei Akeneo. Das gibt eben den Kunden die Read-Only-Möglichkeit. Das können wir denen also schicken. Wir haben das gerade eben lanciert und Print wird jetzt also nahtlos integriert und das ist fantastisch für unsere Datenblätter. Wenn ich nochmal fragen darf, wie haben Sie das überhaupt mit Print herausgefunden? Was war denn der erste Kontakt? War das über Akeneo, über die Webseite oder? Ja, über Akeneo. Wir haben mit unserem Kanalmanager gesprochen und gefragt, welche Lösungen können Sie anbieten? Und dann habt ihr einfach die Hand gehoben, ne? Habt unsere Aufmerksamkeit erregt. Und ich schätze mal, da fing die echte Geschäftsbeziehung an. Die Einfachheit, mit der man euch arbeiten kann, Leute, das ist wie mit Akeneo. Ihr seid quasi die verlängerte Werkbank für uns. Und in den ersten Gesprächen, in den ersten Wochen haben wir direkt festgestellt, dass wir mit euch den richtigen Partner gefunden haben. Das ist jetzt Geschichte, okay, aber die Beziehung zeigt einfach, dass ihr eine Erweiterung unseres Geschäftes seid. Und so möchte ich gerne arbeiten. Wir sind ein relativ kleines Team, aber ihr erweitert das, Akeneo erweitert das, denn unsere Kunden sind wirklich der Treiber. Die sind der Grund, warum wir hier sind. Und sobald Kunden was wollen oder um uns was bitten, müssen wir erweitern. Und ihr seid Teil des Teams, ihr reagiert, ihr unterstützt uns wahnsinnig. Und wir wussten eben, dass wir gut mit euch zusammenarbeiten können. Ja, danke. Noch eine Frage. Ja, klar. Beim Katalog, mit dem Katalog pusht ihr die, also Shared Catalogs ist eine Schnittstelle zum Kunden. Das ist ein Generierungstool. Unsere Kunden können sich einloggen. Wir haben es also intern genutzt für unser Verkaufsteam für Preislistenerstellung. Also alles, was in Akeneo gespeichert ist, Bilder, Datenblätter, Broschüre, bemaßte Zeichnungen und auch technische Informationen, die wir anreichern können, die schicken wir dann
dann zu Shared Catalogs und unsere Kunden loggen sich ein und sie sehen dann die ganzen Infos und sie können dann also wirklich maßgeschneiderte Informationen zusammenstellen. Sie können also ihre eigenen Kataloge erstellen. Wir haben 60 Marken, ja, und die können dann die Marken rausfiltern, von denen, die einen Katalog machen wollen. Und dann haben wir natürlich auch herunterladbaren Content, die also von Print dann die Inhalte zusammengestellt werden. Und das ist für uns ein mächtiges Tool. Das ist also ein fantastisches Tool. Und die Tatsache, dass es integriert ist in Shared Catalog, ist es gibt keine redaktionelle Arbeit mehr, die nötig wäre. Ja, und das ist eine der Templates, so sieht das aus. Es ist alles Template-getrieben. Und was wir eben vorgeschlagen haben, ist das so zu gestalten. Das sind die Vorlagen von Datenblättern, die wir sowieso schon hatten. Die sehen ähnlich aus, aber wir haben das mit einem PDF-Creator gemacht oder InDesign. Und dann kann es natürlich sein, dass eben ein Marketing, man da 2 Stunden oder länger dran sitzt, die Informationen zusammenzusuchen für ein Datenblatt. Jetzt haben wir die Vorlage geschaffen, ist bei Akinio. Und das sind die Attribute, die wir eben mitgegeben haben. Und es reagiert auch. Es sind ja natürlich noch mehr Attribute im Hintergrund in Akinio, die sind aber noch nicht angereichert. Aber sobald die angereichert werden, erneuert sich das Datenblatt und wird zu einem Live-Datenblatt. Das ist die Vorlage, das Template. Und für Asser Abloyd sieht das ein bisschen anders aus. Die Kunden sind ja daran gewöhnt, das also anders zu sehen, also im Brandlook, aber dann unter der Dachmarke Asser Abloy. Wir könnten auch eine der Vorlagen nutzen für das gleiche Produkt, ja. Wenn wir beispielsweise die Service-Vorlage wählen, entweder als Union oder Asser Abloy, dann machen wir die PDF-Generierung. Und dann, ich sag mal, in einer Minute, vielleicht sogar nur in 30 Sekunden, wird ein Datenblatt generiert. Und was wir auch noch haben bei Akinio, ist die Regel, dass jedes Mal, wenn jemand einen Artikel oder ein Attribut anreichert, dann wird das Datenblatt neu generiert. Automatisch, ja, automatisch. Das heißt, wir könnten beispielsweise hier Standards, also Normen hinterlegen und sobald, also die Standards, die ändern sich ja, also die Normen ändern sich ja auch permanent in einem Windows-System, beispielsweise die Schließkraft einer Tür. Als wir als Briten aus dem EU, aus der EU ausgetreten sind, da haben sich unsere Normen völlig geändert und deshalb haben wir dieses Datenblatt so generiert, dass es zukunftssicher ist. Das heißt, die Information, die drin ist, die ist zukunftssicher. Sie können sich vorstellen, wenn jemand also das lesen muss, 2 Stunden lang irgendwelche Infos sucht, dann sind das 30 Sekunden im Vergleich dazu. Und jedes Mal, wenn neue Info da reinkommt, ist das da drin. Und das heißt auch, die meisten Datenblätter sind normalerweise 18 Monate alt. Die sind vielleicht 2 Minuten alt, ja, auf allen Webseiten und sogar auf dem Handy. Wenn wir an die Daten rangehen, dann sind das Live-Daten. Ja, vielleicht steht da das Datum von letzter Woche. Aber für unsere Kunden wissen wir, dass es aktuell ist. Und das heißt, unsere Kunden können auch besser verkaufen damit. Ja, Entschuldigung. Sie haben gesagt, 30 Sekunden braucht es, eine Seite zu erstellen und dann schieben Sie dieses Datenblatt ins Cache, in den Zwischenspeicher oder wie gehen Sie dann damit um? Alle 10 Minuten schicken wir etwas in Shared Catalogs. Das autogeneriert, also jedes Mal neu. Und abhängig davon, wie man Akinio einstellt, wie man das Timing einstellt, das ist ja eine API, also es ist live. Sobald das Datenblatt da ist, ist es auch live. Also alle 12 Stunden schicken wir neue Informationen an die Webseiten.
Aber bei Shared Catalogs ist es alle 10 Minuten. Der Kunde kann also dann wirklich sich heute einloggen, und wenn dann also ein Produktmanager im Hintergrund arbeitet, dann hat der Kunde in 10 Minuten ein neues Datensheet vorliegen. Frage wurde nicht verstanden. Wir haben 1600 Datenblätter. Und ich habe die einmal durchgearbeitet, in 2 Stunden, als wir live gegangen sind, ja. Alle Datenblätter, die waren fertig. Jetzt warten wir die nur, aktualisieren die nur, rechnen die mit Daten an. Und wir wollen auch noch weitere Vorlagen, einbringen. Im Moment haben wir nur die 2. Hilft Ihnen das, die? Ja. Noch eine Frage, bitte. Ja, wir haben, nur eine. Weil wir ja nur den britischen Markt bedienen. Aber mit Akinio könnten wir das auch in anderen Sprachen haben. Die Frage war, ob es das nur in englischer Sprache geht. Man kann auch da die Automatisierung haben, wie man das eben einstellt. Wir schauen uns dann nur das Attributfeld an, und wenn man eben die Regel einbringen will, verschiedene Sprachen, dann kann man das so machen. Das gleiche Datenblatt 5-mal in 5 unterschiedlichen Sprachen. Vielleicht auch braucht das ein bisschen mehr Zeit, vielleicht 5 Minuten, um alle 5 Datenblätter dann zu erstellen. Aber das ist absolut möglich. Ja, bitte. Hatten Sie mal das Problem, dass Sie etwas aktualisieren mussten, was nur zu einem bestimmten Datum publiziert werden sollte? Dass man das vielleicht noch steuern musste? Ja, haben wir. Bei Produkteinführungen, bei neuen Produkten. Dann kann man das im Datenblatt ändern. Ja, das Problem hatten wir noch nicht, aber ich bin sicher, dass wenn wir es hätten, dass wir dann verschiedene Regeln setzen könnten, also eine Zeitregel einführen könnten. Wir haben neue Produkteinführungen, wo wir das Datenblatt wirklich in der letzten Minute generieren, und dann sagen wir, also nach dem Datum wird es rausgegeben und auf die Webseiten geschoben. Nun, wenn ich darf, möchte ich gern so ein bisschen erläutern, was also so unter der Haube passiert. Es hat ja, Sie haben vielleicht heute Morgen ja schon gehört, von der Print Cloud Technologie. Das ist eine brandneue Technologie von der Print Group. Wie der Name ja schon sagt, es ist Cloud-basiert. Wir haben eine PDF-Generierungs-Engine aufgesetzt, die sehr leistungsfähig ist, skalierbar. Und da können wir quasi jeden Typ von Daten in den Cloud-Service verschieben. Und dann werden diese Daten verarbeitet zu einer oder mehr Vorlagen, und dann wird eine PDF generiert als Output, und diese PDF wird dann von der Print Cloud zurückgeschickt an die ursprüngliche PIM-Quelle der Daten. Ein Nutzer von Arkinio, also wir haben damit Arkinio begonnen und haben das seitdem auch mit anderen PIM-Anbietern gemacht. Wir können das mit jeder Technik durchführen, ob das CMS oder eCover ist. Wir bauen eine API-Schnittstelle, eine Standardverbindung. Und das hat unser Team aufgesetzt, und ab da, denn Akinio können wir ja nichts modifizieren, da können wir ja kein Plugin hinzugeben. Das heißt, das User Interface können ja da nicht verändert werden. Und deshalb nutzen wir 3 oder 4 Standardattribute. Also erstmal zum Start der Generierung, dann ein zweiter Trigger zur Auswahl der Vorlage, die man will. Und dein Attribut, der das startet den Prozess, und all die Daten werden dann auf den Cloud-Server verschoben. Dann werden die Daten verarbeitet, die PDF wird erstellt, und dann schicken wir die PDF zurück an Akinio, entweder mit einem normalen Attribut oder in den Asset Manager von Akinio. Das ist konfigurierbar. Das heißt, es ist also alles Cloud-getrieben. Wo wird die Vorlage denn gespeichert für das Datenblatt? Denn wir haben das ja heute Morgen gehört, dass man InDesign braucht, um die Vorlage überhaupt erstmal zu erstellen, und dann ein Plugin. Genau so haben wir die Vorlagen heute vorbereitet. Aber das wird sich ändern.
Einige, Diba hat das schon gesagt, das ist am Frontend, das hat Matt ja auch gefragt. Bald werden Kunden, das hoffen wir jedenfalls, in der Lage sein, ihre eigenen Vorlagen zu erstellen. Momentan ist in InDesign-Datei die Grundlage. Und wir kreieren das dann und dann haben wir die Platzhalter geschaffen, die im PIM des Kunden gespeichert sind. Aber die Vorlage wird dann gespeichert im Digital Asset Management Arcanio? Nein, in der Print Cloud. In der Print Cloud wird das gespeichert. Wir haben schon eine Nutzerschnittstelle entwickelt. Die Nutzer werden also in der Lage sein, das hochzuladen. Das besteht schon. Ich war leider Gottes heute nicht in dem Vortrag, weil der nur Deutsch war. Tut mir leid. Aber es gibt schon ein Interface in der Mache. Und der Plan ist es eben, erst den Partnern und dann Kunden ihre eigenen Vorlagen zu gestalten, die zu ziehen und die dann vergleichbar zu machen. Das ist eine brandneue Technik. Jede Menge Dinge, die man noch schreiben kann von null. Wir wollten einfach fertig für die Zukunft sein, damit wir cloud-kompatibel sind und wir wollten so viele PIM-Möglichkeiten wie möglich anschließen können oder Partnerlösungen. Jetzt haben wir also den ersten konkrete Lösung mit dem Datenblatt vorgeschlagen. Das ist ja logisch. Die Herstellerdaten müssen das ja alles generieren. Und Matt hat es ja auch schon gesagt, als sie angefangen haben, da haben sie 2700 Datenblätter generiert. Wir haben Kunden in Italien, die 30.000 Datenblätter generiert haben. Die haben einfach nur einen Topf gedrückt, die haben 30.000 Produkte. Und dann ist der Computer, nein, natürlich ist er nicht geschmolzen. Nein, nein, er ist durchaus in der Lage, das zu handeln. Und dann werden die Daten zurückgeschoben in Arcadio. Das ist eine sehr elegante und einfache Lösung. Und wie Matt ja schon gesagt hat, basierend auf dem PIM-System und dem Content-System lassen sich bestimmte Regeln festlegen. Und dann kann man entscheiden, wird das von einem Nutzer händisch ausgelöst oder ist es Business Rule getrieben, wo was automatisch getriggert wird, wenn sich die Daten ändern und dann auch in mehreren Sprachen. Das ist vielleicht noch wichtiger, wenn man Produktdaten hat, also Spezifikationen, die sich ändern, beispielsweise die Stärke, Wandstärke oder andere technische Informationen, dann existiert das Datenblatt ja auch in fünf unterschiedlichen Sprachen. Da muss man die Sprachversion ja gleichzeitig aktualisieren. Die Sprache selbst der Daten ändert sich, aber die Spezifikation ändert sich. Deshalb ist es wichtig, alles zu ändern und nicht nur in einer Sprache. Das haben wir deshalb. Wir sind dadurch in der Lage, durchaus in der Lage. Dieser Datenblatt-Service, da arbeiten viel dran, um die Angebote zu erweitern. Und das ist ja auch recht spannend, wie Mats Vortrag gezeigt hat. Ja, bitte. Achso, ja. Ja, da ist ein Snapshot bei den Reference Center. Da kann man zwar nichts ändern, aber man sieht sie. Ja, man kann sie die Vorlage auswählen. Ja, genau. Ja, ich hatte mich gefragt, ob man dann mehr Vorlagen auswählen kann für Union beispielsweise. Um dem Damm, ich wollte eben wissen, ob es im Damm-System von Arcinio ist. Es ist aus Leistungsgründen in der Print Cloud. Ja, man wählt also erst diese aus und dann, ja, genau, wir nutzen die Referenzidentität. Wir haben einen Kunden in den USA, der beispielsweise 30, 40 unterschiedliche Vorlagen braucht. Das ist eine Riesenmarke. Das ist durchaus möglich. Wir versuchen, die Vorlagen dynamischer zu gestalten. Wir können viele Dinge dynamisch ändern in der Vorlage. Die Logos, die Farben, die Referenzzahlen bei Erkinio. Wir können das also durchaus machen. Wir haben das beispielsweise neulich mit einem Kunden gemacht, Pilot Pens, die Stiftehersteller.
Und sie haben vier unterschiedliche Datenblatttypen mit einer Vorlage generiert. Unser Team, also die zwei Jungs, die hier sitzen, Janis und Thomas, haben eine Lösung gefunden, um nur eine Vorlage zu nutzen, anstatt vieren. Spart Zeit, spart Kosten und alles total dynamisch im Content. Eine Frage an mich, ja? Da bin ich aber jetzt enttäuscht. Nein, nein, bitte, bitte, natürlich. Warum haben Sie sich für die Print Cloud entschieden, anstatt für die Print Suite? Und ich glaube, die Geschwindigkeit, in der wir arbeiten, mit Thomas in der Zusammenarbeit, haben wir, wir machen, was die Jungs uns sagen. Und wir haben noch nie irgendeine Stillstandszeit gehabt. Das System hat uns nie im Stich gelassen oder Nachteile. Wir nutzen einfach das Fachwissen von Thomas und lassen uns leiten. Das ist eine Erweiterung des Geschäftes. Oh, gefährlich ist, das ist gefährlich. Aber wir wollen das irgendwann mal dann auch. Ja, dann würden wir auf die Print Suite drüber gehen. Mit der Print Cloud ist man immer on. Ne? Wenn Daten sich ändern, was vielleicht von einem Kinion-Nutzer getriggert wird oder vielleicht ein Import aus dem ERP, trotzdem, du bist immer on. Das System ist nie down. Oder die Business Rules, die beispielsweise 3 Uhr morgens oder Mitternacht neue Datensheets generiert, trotzdem ist das System immer on. Mit der Print Cloud, das ist der Sinn der Print Cloud. Die ist immer online. Aber sobald Sie Produkt-Handouts machen mit der Print Suite, dann wollen Sie vielleicht die gesamte Operation auf Print Suite verschieben? Nein, für die Datenblätter. Wir haben ein paar Kunden, die das so machen, ja. Warum? Always on. Nein, nein. Ja, aber abhängig von der Print Suite Lizenz, da muss man einen Designer haben, der wirklich physisch diesen Knopf drückt, wenn es ein Unternehmen ist, mit einem Server. Dann wird es immer on sein. Aber der InDesign-Server, wenn man beispielsweise 30.000 Datenblätter generiert, das braucht bei einem InDesign-Server viel Zeit. Genau. Es braucht viel Zeit. Deshalb haben wir mehrere Kunden, auch in England, zwei in Frankreich, die nutzen das Datenblatt, den Datenblatt-Service über die Print Cloud, um Datenblätter zu generieren. Das ist ein Use Case, der wichtig ist. Aber alles andere braucht menschliche Intervention, Entscheidungen, was auf welche Seite kommt. Das ist ein anderer Workflow in der Firma. Und deshalb nutzen die beides. Ja, noch mit Datenblättern. Da ist ja auch die Vorlage ebenso wichtig. Wir entscheiden, was in die Information reinkommt. Aber bei Katalogen ist es doch was anderes. Da muss also auch ein Mensch involviert werden. Man muss gucken, ob die Bilder auch passen. Die beiden Szenarien funktionieren parallel super miteinander. Es sind zwei unterschiedliche Nutzungsarten, zwei unterschiedliche Technologien. Also wie gesagt, wir haben uns schon mal angeguckt, aber haben noch nicht umgestellt. Ja, die Technologie folgt unseren Kunden. Besser kann man doch nicht sein. Nutzt jemand Produktmodelle bei Arkinio, Product Models und Varianten? Das ist auch was, wo wir uns wirklich Gedanken drüber gemacht hatten. Aber das funktioniert wunderbar. Es nimmt die Information und dann kann man eben die Varianten pro Datenblatt generieren. Und also sagen wir mal, 10 unterschiedliche Modellvarianten, 10 unterschiedliche Datenblätter. Das haben wir im Januar schon mal ausprobiert und das funktioniert wunderbar. Ich glaube, wir haben über 60 Produktmodelle mit 2000 Referenzen generiert und haben keinerlei Funktionalität mit dem Datenblattersteller festgestellt. Und dann haben wir noch einen Schnappschuss über die Kataloge. Ne? Das ist also der Zugang zu den Datenblättern. Und so sieht das Print Data Sheet dann in echt aus.
Und das wiederum geht dann wird ausgespielt auf die Webseiten, auf die mobile App. Wir erfüllen also wirklich die Anfragen unserer Kunden so schnell wie möglich. Und Print hilft uns, das genau zu erreichen. Und da haben wir natürlich auch eine Erfolgsstory, wirklich. SR-Abloy, die Erfolgsgeschichte, kann man also unter dem Link dann auch runterladen. Da erläutern wir so ein bisschen mehr die Reise, die wir unternommen haben, wie wir die Vorlagen erstellt haben. Die mittlere Vorlage hat beispielsweise wahnsinnig viel Informationen, sehr stark angereichert. Auch das wird getriggert. Da haben wir Regeln, wo wir also Bronze, Silber und Gold Anreicherungsniveaus haben. Hier haben wir beispielsweise die Goldstufe, die wir da dargestellt haben, weil da ist wahnsinnig viel technische Informationen in Kästchen drin. Links, das ist eher so Bronzeniveau, minimale Informationen, ein Bild, auch keine Maßenzeichnung, aber nützliche Informationen. Also wie gesagt, auch da kann man bei Akinio die Regel hinterlegen. Ich will das auf dem Silberniveau haben, also bitte nicht erstellen, bevor nicht alle Daten für Silberniveau da sind. Und wir wollen auch noch andere Lösungen anschauen. Da ist ja schon drüber gesprochen worden, beispielsweise Schaffung von Etiketten. Das ist wahrscheinlich das, was wir als nächstes probieren werden. Also wie gesagt, ich will mich so weit automatisieren, dass ich gar nicht selber mehr nötig bin. Und das hat mir wirklich dabei geholfen, zukunftssicher. Ich weiß nicht, ob das einer mal von Ihnen geschafft hat. Es ist eigentlich unmöglich, ja? Weil man muss doch schließlich warten, die Codes, die man geschrieben hat, die Scripts, die man geschrieben hat. Es war einfach eine tolle Reise, die wir gemacht haben. Thomas und sein Team, das ist wirklich die Erweiterung unseres Geschäftes. Und das gleiche mit Akinio, 10 Jahre jung oder alt, also ziemlich jung eigentlich, wenn es um einen Lösungsanbieter geht. Aber meine Reise bei Essa Abloy ist genauso kurz. Ich will 100 Meilen schnell sein und Akinio hat mir dabei geholfen, so schnell unterwegs zu sein. Und euer Team. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, bitte. Frage ohne Mikrofon. Sind das Screenshots jetzt von mobilen Seiten? Ja, das ist ein Screenshot von der PDF. Wir wissen, dass es eine gute Qualität ist und dass der Link sich auch öffnet, wenn man das runterlädt. Aber wir tracken das derzeit nicht, wie viele Leute mobil online gehen. Also Union Online hat die meisten Zugriffe, aber das ist jetzt im November live gegangen im letzten Jahr. Wir warten also noch auf die Analyse was der Klicks. Aber von dem Feedback von den Vertretern, das wir so kriegen, ist der Link sehr nützlich. Ja. Und ich glaube, das war's auch schon. Ja, vielen Dank. Noch Fragen? Kommentar ohne Mikro. Nun, ja, wir nutzen Amazon S3, schaffen dann eine URL und dann greifen wir die Bilder aus der Asset Library ab. Ja, basiert auf einer URL. Ja, Cloud. Aber wir können auch physische Bilder hochladen. Also man kann durchaus Bilder hochladen und dann funktioniert das ganz genauso. Dann kann man das also quasi als Repositorium, als Fundus nutzen. Ja, das ist eine Asset Library. Hauptbild und dann das Attribut bei Akinio. Ich schaue noch mal. Ja. Das Attribut wird dann aus der Asset Library runtergeladen, hängt mit einem Barcode zusammen. Und wir sagen immer, dass das der Name des Produktes der SKU ist.
Das weiß ich nicht, sagt der Redner. Da muss ich später auf Sie zukommen. Wir generieren eine PDF. Ja. Die Bilder, die nehmen wir von Arkino so, wie sie sind, um ganz ehrlich zu sein, die, also unbearbeitet. Gedrückt. Ja, und die Qualität ist fantastisch. Also auch mit der Maßenzeichnung sieht man das hier. Könnte genauso groß sein wie das Hauptbild. So haben wir die Vorlage gestaltet. Man kann also auch mehrere Bilder einbinden. Aber wenn man sagt, ich bleibe beim Hauptbild und nehme nur eine bemaßte Zeichnung, also wir verlieren keine Bildqualität durch, wenn wir also die Datenblätter ausdrucken. Und dieses Datenblatt PDF, das ist der Code, der generiert wird. Und dieser Code ist ein einziger, ein Unique Code und wird also auch speziell generiert für die API. Wenn man das abgreifen will, dann kann man das darüber als Unique Identifier. Was sind denn die häufigsten Nutzungsfälle? Ist das die Kommunikation mit dem Kunden oder auch intern genutzt? Ja, massiv nutzen wir das intern. Wir haben unglaubliche Zeiteinsparungen bei den CSD-Teams, bei den Callcenter-Teams erlebt. Normalerweise kriegen die per Telefon eine Anfrage nach einer Information und dann suchen die die Information. Und deshalb auch PIM. Über unsere Shared Catalogs-Information können Sie aber diese Information ganz schnell finden. Über die Marke. Und die gleiche Qualität der Attribute und die meisten Datenblätter sind dann auch da und dann können die dies einfach dem Kunden zuschicken. Was haben wir hier auch gesagt? Also wie gesagt, Customer Facing Self-Serve. Das heißt, wir setzen den Kunden in die Lage, beziehungsweise unseren Partner in die Lage, sich selber zu bedienen. Und das spart massiv Zeit. Behandeln Sie das wie einen analogen Katalog? Und man nimmt den dann eben und oder macht man da später noch was mit? Würde man beispielsweise das ausdrucken oder ein strategisches Asset für eine Kampagne benutzen? Wenn wir beispielsweise ein brandneues Produkt einfügen, die Datenblätter selber, dann geben wir das beispielsweise den Vertretern. Aber das sind Live-Daten und wir diese Daten permanent anreichern, haben wir auch nicht die Notwendigkeit, etwas auszudrucken und dann physisch zu verteilen. Wenn wir Kataloge machen, dann schauen wir natürlich, dass wir einen hohen Anreicherungsgrad bekommen. Aber das würde dann wirklich einen einzigen Zeitpunkt betreffen. Wenn wir beispielsweise heute einen Katalog ausdrucken wollen, dann könnte beispielsweise das, was also eben der Vertreter in der Hand hat, ganz anders aussehen, weil sich die Datenblätter ja permanent entwickeln und so bekommen unsere Leute die neuesten Informationen. Also die Datenblätter nächste Woche, nächsten Monat und die sind im Prinzip so gut, wie die Produktmanager sie gestalten. Ja, gibt es noch eine Frage? Ja, danke für Ihre Zeit und danke Ihnen. Yeah. If there is any more questions, you can buy me a beer later.